now he's probably slow dancing with a bleach blonde tramp, and she's probably getting frisky. Right now he's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot a whiskey. Right now he's probably out behind her with a boot stick, showing her how to shoot a combo. Oh, and he don't know. I dug my key into the side of his pretty little souped up form. Können wir das einmal cutten? Einmal bitte. Zieh das durch! Zieh das jetzt durch! Come on! Think before he cheats. Right now, he's probably up singing some white trash version of Shania karaoke. Right now, he's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. Können wir das bitte einmal aus... Dark Mikey slashed a hole in all four tires, and maybe next time he thinks before he cheats. Trouble for the next guy, 'cause the next time that he cheats. Leute, was ist da los? Jetzt mal im Ernst! Leute, bitte, bitte die Mark Forster Nummer. Hä? Eins, kann ich bitte noch ein zweites Lied singen? Ich bin überhaupt nicht noch ein Lied, das reicht, du. Bitte, Leute, bitte die Mark Forster. Bitte, nee. Das hält ja kein Mensch aus. Nein, wirklich, das war ganz schrecklich. Ich fand das ganz schlimm. Ich ja, weiß. Ich oh ja. Du hast recht. Ja, aber du hast recht. Bitte, du hast recht. Nein, bitte die Mark Forster Nummer. Komm, gib mir die Chance. Wir geben dir doch recht. Leute. Der Grund, warum ich gesagt habe, das ziehst du jetzt durch, ist, wenn du auf der Bühne stehst, ja, da kannst ja, du, da hast du nicht ich das weiß, Luxus. Aber ich hab. Hör mal ganz kurz zu, da hast du nicht den Luxus, das Publikum zu sagen, cut. Du hast nicht, du hast auf der Bühne nicht das Luxus, noch weder das Recht, einfach abzureißen. Du hast 3,5 Minuten gesungen. In 3,5 Minuten konnten wir uns von deinem Nicht-Talent überzeugen. Das reicht. Hey, könnt ihr mir nicht bitte noch einmal die Mark Forster Nummer geben? Gib mir 30, die erste Strophe, nur die erste Strophe, bitte. Ey, ich kämpfe darum, ich bettel darum. Ey, Leute, bitte. Ich mein's komplett ernst. Gebt mir die Mark Forster Nummer 30 Sekunden. 30. Viermal nein. Leute, ich mein's komplett ernst. Ey, bitte, ich hab so lange hierfür geübt. Ich hab das jetzt gerade nicht hinbekommen. Ich hab das selber gehört. Er ist halt auch eine bitte, kleine Drama-Queen. Ich flehe euch an, ich gehe vor euch auf den Boden. Ich gehe hier auf den Boden und flehe euch an, dass ihr mir noch diese eine Chance gibt. Und ich meine es komplett ernst. Mark Forster wird deutlich besser laufen. Und wenn ihr nicht der Meinung seid, gehe ich sofort. Ich sag nicht ein Wort mehr, wirklich. Okay, ich komm 30 Sekunden, Mark Forster. Ja, danke. Aber du und pokerst hoch, ne? Ich weiß. Und du darfst nicht abbrechen. Ich darf nicht ein... 30 Sekunden, ich guck er auf meine Uhr. 30 Sekunden. Ja. Darf ich nein. Trinken? 30 Sekunden! Ja, 30 Los, Mark Forster. Du bist nicht der Chef, du ja, brichst nicht weiß. Ab. Ich bin nicht der Chef, ich breche nicht ab. Das ist keine Luxusbühne hier, ja. Okay? Ja. Wir waren schon 1-2 Jahre zusammen und haben schon 3-4 Sachen erlebt. Doch bist du nur 5 Minuten mal weg. Ist es wie 10 Jahre Knast für mich? Hey, du wickelst mich so leicht um deinen Finger, wenn du durch deine langen Haare fährst wie immer. Ich bin hypnotisiert, wenn du vorbeispazierst, und es wird jeden Tag ein kleines bisschen. Okay, fair. Ja, jetzt sage ich auch nichts mehr, verstehe ich alles komplett. Klar. Hab mich schon genug zum Affen gemacht. Vielen Dank. Ja. Ciao. Tja, Till, der Auftritt hat leider keinen von den Socken gehauen. Ich fand, bevor ihr cheat, so schrecklich, dass ich direkt abbrechen musste. Ich musste es direkt wirklich. Ich in mir selbst habe gefühlt, das geht gar nicht. Und sie haben mir recht gegeben. Und Mark Forster. Ja, weil du selber gesagt hast, es war scheiße, so weißt du, aber komm. Ja, du weißt, du kannst singen. Ja, Till. Yalla, goodbye.